Mehrmals täglich erreichen Patienten mit einem Verdacht auf Schlaganfall die Notfallaufnahme des Elbland-Klinikums Meißen. Ja, der Schlaganfall ist eine sehr häufige Erkrankung und vor allem ist es die Erkrankung, die am häufigsten zu Behinderungen führt. Deswegen ist es sowohl für den Patienten selber, der durch den Schlaganfall Behinderung erlebt, Einschränkungen erlebt, als auch natürlich sozioökonomisch, weil da erhebliche Kosten damit verbunden sind, eine bedeutsame Erkrankung. Und darüber hinaus ist es so, dass nach wie vor trotz aller Behandlungsmaßnahmen ein Teil der Patienten auch an den Folgen des Schlaganfalls unmittelbar oder im Verlauf verstirbt. Guten Tag. Johannes, hallo. Hallo. Ich habe einen 77-jährigen Patienten, der hatte seit gestern Abend eine Schwäche im linken Arm, mehr als im linken Bein. Mhm. Notfallsanitäter und Notarzt sind um Tempo bemüht. Bei einem Schlaganfall kann jede Minute wichtig sein. Ja, das Zeitfenster kommt daher, dass die Therapie, die wir durchführen können, nämlich mittels eines Medikamentes, den Gefäßverschluss, der zumindest bei einem Großteil der Schlaganfälle vorliegt, beheben können. Das heißt, das Blutgerinnsel wird wieder aufgelöst und damit können die Nervenzellen wieder mit Sauerstoff durch das Blut versorgt werden. Und diese Therapie ist zum einen nur zeitlich begrenzt wirksam und zum anderen steigen auch die Nebenwirkungen an. Und daraus ergibt sich ein sogenanntes Zeitfenster. Und es liegt so etwa bei 4 bis 6 Stunden. Das hat sich in den letzten Jahren etwas verändert. Aber dennoch ist es so, dass nur innerhalb dieses Bereiches diese Therapie durchgeführt werden kann. Ich möchte allerdings gleich darauf hinweisen, dass grundsätzlich die Prognose und die Effektivität der Behandlung davon abhängig sind, wie schnell die Wiedereröffnung des Blutgefäßes gelingt. Das heißt, der Therapieerfolg ist nach einer halben oder nach einer Stunde dramatisch höher als am Ende des Zeitfensters bei 4 oder 6 Stunden. Bereits im häuslichen Umfeld und im Rettungswagen werden die ersten Diagnosen erstellt, die der Notarzt nun dem Neurologen übergibt. Der Fahrer war bei mir unauffällig. Er war vollständig orientiert. Allerdings bleibt die Schwäche im linken Arm und im linken Bein objektiv. Gut. Vielen Dank. Wir übernehmen. Gerne. Guten Tag. Guten Tag. Edsford, mein Name. Ich bin jetzt als Arzt für Sie zuständig. Sie haben seit gestern Abend eine Schwäche der linken Körperhälfte, ja? Linksseitig. Das würde ich einmal kurz testen. Ja. Wenn Sie verkabelt sind, wir müssen einige Werte jetzt hier überwachen, deswegen kriegen Sie eine Menge Kabeln, da nicht wundern. Ja. Und eine Sprachstörung haben Sie nicht wahrgenommen? Nein. Auch wenn Ihre Frau da was gesagt hat? Ja. Bisschen verwaschen ist es vielleicht, ja. Kann das sein? Ja, das war... Oder sprechen Sie sonst immer so verwaschen? Nein. Mhm. Können Sie einmal den Mund breit ziehen? Ja, vielen Dank. Und jetzt versuchen Sie mal, die Arme hochzuheben. Also der Schlaganfall heißt Schlaganfall, weil er plötzlich, nämlich wie ein Schlag, auftritt. Das heißt, immer dann, wenn plötzlich akut neurologische Ausfallerscheinungen vorhanden sind, muss ein Schlaganfall in Erwägung gezogen werden. Es gibt sehr typische Schlaganfallsymptome. Das sind beispielsweise Störungen der Sprache. Das heißt, wenn der Patient Sprache nicht mehr versteht, Sprache nicht mehr kommunizieren kann. Es sind Sehstörungen, zum Beispiel akute Doppelbilder oder auch Ausfälle vom Gesichtsfeld. Und klassischerweise natürlich Lähmungserscheinungen, also eine Lähmung des Mundes, des Armes oder auch des Beines. Es gibt darüber hinaus auch unspezifische und seltenere Schlaganfallsyndrome, sodass es im Zweifelsfall immer sinnvoll ist, den Rettungsdienst zu alarmieren und sich vorzustellen, als abzuwarten, weil letztlich kann nur der Neurologe durch eine sorgfältige Untersuchung und Anamneseerhebung ein Schlaganfallsyndrom zuordnen. Wir müssen jetzt sehr dringend und schnell ein Bild vom Kopf machen. Ja. Das mit etwas Röntgenstrahlung verbunden ist. Ja. Ja, in unserem Computertomographen, CT heißt das, haben Sie vielleicht mal gehört. Ja. Machen wir ein Bild von Ihrem Hirn und schauen, warum die linke Seite schwach ist. Die Computertomographie dient dazu, die Ursache des Schlaganfalls zunächst erstmal einzugrenzen. Es gibt im Wesentlichen zwei große Arten von Schlaganfällen, nämlich einmal die Blutungen und zum anderen die Schlaganfälle, die durch ein Blutgerinnsel, das heißt eine Fehl- oder Unterversorgung mit Blut im Gehirn verursacht sind. Und die Computertomographie kann diese Frage umgehend beantworten. Der weitaus größte Teil, nämlich etwa 85%, sind durch die verstopften Blutgefäße, also Blutgerinnsel, bedingt. Und dann kann eine entsprechende Therapie eingeleitet werden. Bei den Hirnblutungen ist es so, dass Medikamente, die potenziell also ein Blutgefäß wieder eröffnen, das heißt die Blutgerinnung
beeinflussen, natürlich nicht anwendbar sind. Und deswegen ist das die allererste Fragestellung, die wir haben. Und parallel schauen wir dann auch, inwiefern der Infarkt, der Schlaganfall sich bereits ausgedehnt hat, demarkiert nennen wir das, weil auch hier die Möglichkeiten der Therapie dann begrenzt sind, wenn eine bestimmte Infarktgröße schon das Gehirn in Mitleidenschaft gezogen hat. Es gab schon ein Vorereignis, sodass dort durchaus auch ein älterer Defekt sein könnte, quasi rechtshemisphäriell, wenn man nicht gar mit der Blutdruckentgleisung hier eine Blutung sehen. Diese Computertomographie ist nur ein Stück in der Diagnostik und die gesamte Diagnostik muss unmittelbar und umgehend passieren. Deswegen ist die Computertomographie der erste diagnostische Schritt, an den sich dann weitere anschließen, um eine rasche Diagnosestellung und dann auch Therapieeinleitung zu ermöglichen. So, hallo. Gut überstanden? Gut überstanden. Wir haben jetzt erstmal die gute Botschaft, dass es kein Blut ist, was man da sieht, keine Hirnblutung. Ja. Leider müssen wir jetzt davon ausgehen, dass es ein Schlaganfall ist, der dadurch entstanden ist, dass zu wenig Blut ankam. Ja. Man sieht auch schon eine ältere Läsion, eine ältere Schädigung. Sie hatten sowas kurz vorher schon mal, sagte der Notarzt, ne? Ja. Ich muss Sie jetzt auf jeden Fall auf unsere Schlaganfallstation mit runternehmen. Sie brauchen eine Überwachung, damit das nicht noch ein drittes Mal passiert, ja, und wir das vielleicht nicht mitbekommen. Ja. In der Stroke Unit, der Station für die schnelle Behandlung von Patienten mit Schlaganfall, schließt sich sofort ein ganzes Programm mit weiteren Untersuchungen an. Außerdem werden die Werte des Patienten permanent überwacht. Die Stroke Unit ist letztlich ein Behandlungskonzept. Viele Menschen stellen sich darunter immer so eine Station vor, die dann so heißt, weil dort die Schlaganfallpatienten liegen. Das ist natürlich so. Die Stroke Unit verfolgt verschiedene Ziele. Zuerst einmal geht es darum, in der ganz akuten Phase den Patienten ganz engmaschig zu überwachen und hochprofessionell zu betreuen. Das heißt, ein komplettes Monitoring-System, was sämtliche Parameter wie Herzfrequenz, Blutdruck, Blutzucker, den Blutdruck regelmäßig misst. Die Patienten werden regelmäßig von der Pflege, regelmäßig von den Ärzten in kurzen Abständen immer wieder klinisch untersucht, um eine mögliche Verschlechterung zu erkennen. Wir würden jetzt auch über die Nacht hinweg alle 2 Stunden überprüfen, ob sich etwas verschlechtert in Ihrem Zustand oder vielleicht auch wieder verbessert. Ne? Das bedeutet, dass Sie mir auch beide Arme mal so nach oben halten. Parallel dazu beginnt aber schon die Therapie. Und diese Therapie ist natürlich medikamentös bei Patienten, die entsprechende Notwendigkeit für bestimmte Therapien haben. Aber auch die Rehabilitation beginnt innerhalb der ersten Stunden. Sie sagen bitte hi. Hi. Ja, gut. Und jetzt bekommen Sie etwas zu schlucken, etwas Wasser. Es wird zum Beispiel geschaut, wie die Schluckfunktion ist. Wenn dort eine Störung vorliegt, beginnen die Therapeuten frühzeitig das mit dem Patienten zu trainieren. Die Physiotherapie beginnt zu arbeiten, die Ergotherapie. Weiterhin werden alle diagnostischen Schritte, die jetzt im Nachhinein notwendig sind, um die Ursache des Schlaganfalls zu klären, weil bisher wissen wir ja nur, dass es ein Schlaganfall ist, eingeleitet werden. Dann noch kurz die Gefäßdarstellung. Und hier sehen wir auch schon das Problem, wenn du es noch ein bisschen weiter drehst. Hier, da ist es eng. Genau. Gut, das müssen wir mit ihm besprechen. Ja, gut. Wie geht's Ihnen? Den Umständen entsprechend? Die Halbseitenlähmung haben wir ja noch mal testen lassen durch unsere Physio- und Ergotherapeuten. Ja. Die ist jetzt erstmal so, wie sie ist. Ja. Und wir müssen schauen, dass wir bestmöglich damit umgehen können. Ja. Dafür würde ich Sie jetzt schon überfallen damit, dass wir eine Reha anmelden müssen. Das haben Sie vielleicht schon mal gehört. Ja. Reha heißt Rehabilitation, heißt Wiederherstellung. Okay. Dass Sie trotz der Defizite in Arm und Bein wieder lernen zu laufen und zu greifen und sich das bestmöglich wieder bessert. Dafür werden Sie in einer Reha-Klinik jeden Tag beübt. Ja. Und wenn sich was nicht vollständig bessert, dann lernen Sie dort damit umzugehen. Ja. Dürfen wir das anmelden? Auf jeden Fall. Unsere Aufgabe ist es jetzt hier herauszufinden, warum das Ganze passiert ist. Wir haben in den MRT-Bildgebungen, die wir uns gerade angeschaut haben, gesehen, dass frische Schlaganfälle da sind. Das haben Sie gestern Abend gemerkt. Ja. Und wir sehen auch das
was Sie schon mal bemerkt haben, aber sich gar nicht gemeldet haben, keinen Notarzt gerufen haben und nicht im Krankenhaus waren, nämlich einen alten Schlaganfall. Mhm. Und beides kommt von einer hochgradigen Engstelle der Halsgefäße. Ja. Das heißt, hier ist eine schwere Verkalkung mit einer, genau, mit einer hochgradigen Engstelle der Halsschlagader. Und damit dort nicht der nächste Schlaganfall losgeht, verursacht wird durch Blutgerinnsel, die sich dort bilden und in den Kopf fliegen, sollten Sie möglichst rasch eine Operation bekommen. Regelmäßig stimmen sich Pflegekräfte und Therapeuten mit dem behandelnden Arzt über den Zustand des Patienten und das weitere Vorgehen ab. Demnächst in die zur TEA geschickt wird, zur Karottesoperation nach Riesa. Und eine Reha haben wir, glaube ich, angemeldet. Wie macht er sich von den Defiziten her? Große Unterstützung bzw. Übernahme in den ADLs. Okay, dann müssen wir ihn direkt verlegen, von Riesa in die Reha. Inzwischen sind ein paar Tage vergangen. Der Patient wurde in die Elbland-Reha-Klinik Großenhain verlegt. Hier ist man auf Rehabilitation von Schlaganfallpatienten spezialisiert. Okay. Was ist jetzt noch übrig von Schlaganfall geblieben? Von diesem Tag, als Sie in Meißen vorgestellt sind, ja? Könnten Sie sich daran erinnern? Und wann ist das wie ist das Verlauf bis jetzt? Sie sind jetzt in die Reha gekommen, zur Rehabilitation. Ja. Und was merken Sie noch übrig? Was ist noch von Schlaganfall-Symptomatik geblieben, von Beschwerden von Schlaganfall? Beim Aufnahmegespräch geht es um die Defizite des Patienten und um Ziele der mehrwöchigen stationären Reha-Behandlung. Das heißt, wir wollen wissen, wo wohnt der Patient, in welcher Situation, mit welchem sozialen Umfeld, Lebenspartner etc., wie viele Treppenstufen muss er überwinden. Und das setzen wir in Beziehung zur Schwere des Defizits. Also ein Beispiel, wenn wir einen Patienten haben, der uns sagt, ich wohne in Riesa im dritten Stock in der Neubauwohnung ohne Fahrstuhl und wir sehen, der hat eine schwerste Lähmung des rechten Beines meinetwegen, dann sehen wir, die Mobilitätsprognose in diesem Fall für Treppensteigen ist sehr ungünstig. Das wird höchstwahrscheinlich in dieser Wohnung nicht mehr funktionieren. Also sagen wir, vom ersten Tag an beziehen wir ein Lebensumfeld mit einem Lebenspartner und regen an, machen Sie sich einen anderen Plan für die Wohnumfeldversorgung. Schauen Sie vielleicht, ob Sie in eine andere Wohnung reinkommen, ob Sie ein betreutes Wohnen finden oder... Wenn wir sehen, dass der Patient auch sonst in Tätigkeiten des täglichen Lebens sehr eingeschränkt ist, gegebenenfalls auch im Pflegeheim. Aber in aller Regel machen wir uns einen Plan A und Plan B. Ne, weil wir sind auch keine Hellseher. Wir wissen nicht immer, ob unsere Prognose ganz zu Beginn auch zutrifft. Aber wir arbeiten mit Wahrscheinlichkeiten. Und wir sagen, mit höchster Wahrscheinlichkeit wird das in der Wohnung nichts mehr werden. Also bitte machen Sie sich frühzeitig Gedanken, wie es anders sein könnte. Wenn uns der Patient überrascht, und auch das kommt glücklicherweise immer vor, und er kommt doch wieder die Treppe hoch, dann gehen wir auf den Plan B, den wir für unwahrscheinlich gehalten haben, und alle freuen sich. Einen wichtigen Part übernehmen die Pflegekräfte, die in Form der aktivierenden Pflege immer wieder die Selbstständigkeit des Patienten fördern, ihm so viel Lebensqualität wie möglich für den zukünftigen Alltag mitzugeben. Alles in Ordnung? Ja, aber okay. Okay. Ja. Super. Je nach Schwere des Schlaganfalls und der Möglichkeit, schnell einzugreifen, können die Auswirkungen für den Patienten minimiert werden. Wir werden es nicht mehr schaffen, dass die abgestorbene Gehirnareale wieder funktionsfähig zu bekommen. Weil da ist, muss man sagen, da ist tot. Aber das Gehirn hat die Fähigkeit, plastisch zu sein. Wir nennen das Neuroplastizität. Das heißt, umgebende Gehirnareale oder auch manchmal ganz woanders lokalisierte Gehirnareale können die Funktion von abgestorbenem Gehirngewebe übernehmen. Und das muss aber stimuliert werden. Das heißt, es beginnt sofort, denke ich, nach dem Schlaganfall beginnen Umbau- und Stimulationsprozesse, die einen Teil der Erholung ausmachen, zum Beispiel, wenn Sprache wieder besser wird. Zweiter Punkt ist, wenn das Gehirn da an seine Grenzen gelangt und eben Reparatur und Umbau nicht mehr möglich ist, dann beginnt Kompensation. Und da beginnen wir eigentlich mit moderner Technologie, den Patienten Hilfsmittel und Tricks an die Hand zu geben. Von der Operation, ja, können Sie einmal aufmachen? Einmal den obersten Knopf aufmachen? Geht das? Oder fällt Ihnen das schwer? Das geht dann.
Da länger. Das heißt, mit der Feinmotorik, ja, haben Sie noch Schwierigkeiten? Ja. Okay, aber es ist ja, super. Super. Genau. Was einfach mit allem richtigen Dichten. Okay, gut, das ist gut für Heil. Okay, dann einmal mit die Zunge rausstrecken können. Okay, genau. Einmal schauen, die weicht noch nach rechts ab. Das ist wichtig. Genau. Merken Sie das auch, dass es dass Ihnen beim Sprechen die Zunge noch so schwer im Mund liegt? Nö, das ist soweit. Das war mal. Im konkreten Fall lassen sich gute Fortschritte beobachten. Die Ursache der Schlaganfälle ist erkannt und beseitigt. Nach und nach erlangt der Patient viele seiner Fähigkeiten zurück. Dennoch werden wohl Einschränkungen bleiben. Mit einer sofortigen Reaktion auf die ersten Anzeichen eines Schlaganfalls lässt sich die Prognose für eine Heilung wesentlich verbessern. Und kräftig dagegenhalten. Jawohl.